Hi, da sind wir wieder bei der Anjatal. Ich war auf der IFA, die Messe in Berlin, die internationale Funk- und Fernsehausstellung, wie sie früher hieß. Die alte verstaubte Messe hat sich modernisiert oder ist dabei, sich zu transformieren. Das muss man einfach jetzt mal feststellen. Ich war im letzten Jahr mal wieder da. Ja, also im letzten Jahr war schon die IFA Summit und in dem Kontext bin ich dann halt auch mal wieder über die IFA gestrauchelt und habe mir das angeschaut und fand das gar nicht so verkehrt, was man da sieht. Weil es ist wirklich so eine Art informelles Lernprogramm de facto. Wenn man drüber geht, schaut man hier, schaut man dort, testet die verschiedenen Geräte aus und kommt so in Kontakt zu diesen neuen Technologien. Und das fand ich dann auf einmal wieder richtig interessant. Und dieses Jahr habe ich mir dann doch ein bisschen mehr Zeit genommen, immer wieder mal hinzugehen und mir die verschiedenen Hallen anzuschauen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was im Moment geschieht und wie, weil ich ja auch der Ansicht bin, dass solche Ausstellungen eigentlich die prädestinierten Lernumgebungen sind, also nicht im klassischen Sinne von Wissensvermittlung, sondern halt, dass man einfach aus Spaß an der Freude dort rumläuft und sich neugierig damit beschäftigt, was im Moment passiert. So, und was passiert, das will ich euch gerade mal an 5 Punkten hier verdeutlichen, was ich da irgendwie so mitgenommen habe. Zum einen das Messedesign. Also es gibt ja, die CeBIT hat ja angekündigt, dass sie versuchen wird, im nächsten Jahr konsumerfreundlicher zu werden. Hat die Messe auf den Juno verlegt und will so ein bisschen sich ein Beispiel nehmen an der SXSW in Austin in Texas, die ja so die Anlaufstelle ist für alles, was im Medienbereich Rang und Namen hat und wo auch jetzt die internationale Automobilausstellung mit einem Automobilhersteller gemeinsam ein Ableger versuchen wird in Frankfurt jetzt die nächsten Tage. Die IFA, dachte ich so, hat eigentlich das Potenzial, aus sich selber heraus eigentlich in die Richtung zu gehen, zumal sie in Berlin lokalisiert ist und da ja drumherum das Leben tobt. Insofern hat sie eigentlich die besten Voraussetzungen und aus ihrer Tradition heraus könnte sie sehr wohl eine sehr attraktive Messe werden. Auch jetzt ist sie sehr überrannt gewesen. Das merkt man auch, also ich meine, da gibt es ja begleitend immer diese Konzerte, für die man auch eine extra Karte braucht. Die waren auch sehr überlaufen, wie mir schien. Und ja, für die Jugend ist das also insofern auch da ein Anreiz, da hinzukommen und sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Das finde ich extrem gut. Manche Hallen sind auch wirklich extrem modern eingerichtet. Was auch auffällt, ist, dass diese ganzen alten Marken, die wir so aus der deutschen Geschichte kennen, wie Grundig, wie Philips, wie Melitta, Polaroid, ich weiß gar nicht, ob das alles deutsche Marken sind, aber diese ganzen alten Marken, die erfinden sich gerade wieder neu, indem sie das mit digitaler Technologie anreichern und jetzt so vernetzen miteinander und es dann auch immer erhöhen mit diesem Better Living, tu Gutes, bessere Arbeitsplätze, besseres Leben und so weiter und so fort. Also es wird alles so positiv konnotiert, auch mit so einem Nachhaltigkeitsanspruch. Sehr interessant, sehr bunt, sehr multimedial, naturgemäß. Das liegt in der Natur dieser Messe. Damit sind wir beim zweiten Punkt, bei den vernetzten Häusern. Alle Technologieunternehmen experimentieren im Moment damit, ihre ganzen Maschinenpark von der Spülmaschine über die Waschmaschine, Trockner, Kühlschränke und so weiter miteinander zu vernetzen. Dann eventuell auch anzubinden an Amazon Alexa oder Google Assistant und das auch per App natürlich abrufbar zu gestalten, so dass man auch auf der App bereits sieht, was im Kühlschrank sich befindet und gegebenenfalls dort nachbestellt oder den Kühlschrank nachbestellen lässt, wenn man irgendwie immer irgendein Kontingent an Milch oder was auch immer da vor Ort haben will. Das ist ganz interessant. Es geht auch meines Erachtens natürlich seit mehr als über Spielerei hinaus.
sondern das ist ernsthaft und man experimentiert damit, ist aber noch in dieser Experimentierphase, weil wir ja auch nicht wissen, was die Menschen alles so mitgehen und ob sie das eigentlich so toll finden, wenn alles miteinander vernetzt ist. Aber da gibt es verschiedene Ansätze, das ganze Haushalt miteinander zu verbinden, sodass man über Tastaturen, Elektroden, die Jalousien runterlassen kann, das kann man ja schon lange, aber dass man die Fenster auch unsichtbar gestaltet und so, dass man nicht mehr durchblicken kann. Oder dass man im Badezimmer Spiegel bereits die Nachrichten sich anschauen kann, bis hin halt, wie gesagt, zu diesen ganzen Maschinenparks. Und dann ist natürlich die große Frage bei dem Thema Smart Building, was gehen die Menschen denn mit? Natürlich versucht man, die Menschen da in den Mittelpunkt zu rücken. Es gibt jetzt auch in Berlin, soll es hier so eine Art Modellprojekt geben in Adlershof, wo man versucht, so ein ganzes Viertel so auszustatten und sehr divers auch zu besetzen mit Personen, sodass man da neue Sharing- und Community-Aspekte testen kann und gucken kann, was die Menschen damit machen. Das sind interessante Entwicklungen, die man im Auge haben sollte und die auch ganz interessant sind, zumal wir auch erst anfangen, darüber ja nachzudenken, wie man das dann noch verbindet mit diesem ganzen, mit dem ganzen Netz, mit dem World Wide Web und wie man das dann auf die Geräte mit den, also wie das alles so miteinander integriert. Das finde ich extrem interessant, ist alles am Anfang, aber absehbar. Kommen wir zum dritten Punkt, dem mobilen Lifestyle. Was wir auf der Messe sehen, ist eine Vielfalt an Technologien, die in der Zwischenzeit zu den Menschen kommen, anstatt dass sie erwarten, dass der Mensch zu ihnen kommt. Und es versuchen, einen sehr flexiblen, mobilen Lifestyle zu ermöglichen. Das geht los bei, in der Zwischenzeit, Projektoren, die man überall hinstellen kann, sodass man die Bildfläche zum Beispiel vom Smartphone an die Wand werfen kann oder auf den Tisch werfen kann. Also man ist da ortsunabhängig. Genauso sind das diese Vielfalt an Speakern, an Lautsprechern, die man überall mitnehmen kann, die leicht wendig sind. Also das hier ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber es gibt auch durchaus welche für die Tasche. Das geht hin bis hin zu den Ladestationen, die man natürlich halt auch über Sonnenenergie überall hin mitnehmen kann, sodass man nicht davon abhängig ist, da an eine Steckdose sich anzubinden. Und das geht fort. Ja, wir haben ja diese ganzen Smartwatches, ne? Das haben wir ja, sehen wir ja überall, die Fitness-Tracker. Aber auch in der Zwischenzeit halt diese Lampen, die man überall hintragen kann, auch dort, die für einige Zeit ein ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen. Also das ist echt ein Riesenthema. Und das setzt sich fort in diesen Überlegungen hin zu den ganzen Robotern, die wir ja auch überall sehen können. Und diese Service-Agenten, die einem manche Arbeit abnehmen werden. Also die waren auch da weit vertreten. Gerade aus Asien werden da sehr viele verschiedene Roboter vorgestellt, die ja, durchaus sympathische Züge haben und von den Kiddies auch gerne gleich gestreichelt werden. Auch das scheint sich insgesamt zu flexibilisieren, sodass die Hersteller unabhängig miteinander arbeiten können, oder zumindest arbeitet man daran. Und natürlich gibt es dann auch diese ganzen Kits, also diese Sets für Kinder, damit die ihre eigenen Roboter bauen können und da schon eine Affinität aufbauen. Schließlich dieser ganze Bereich rund um dieses Smartphone als flexibles, zentrales Instrument der Menschheit. Und ja, wir hatten eben schon die Ladestation, auch das wird immer unaufwendiger, sodass man sich da relativ frei bewegen kann und das so by the way auflädt oder auch überall hin. Sich, man kann es auf die Motorhaube genauso klemmen mit so einem Magneten. So ein magnetähnliches Vakuum ist es eigentlich, mit solchen Streifen, sodass man im Grunde überall halt seine Bildschirme sich selber anbringen kann. Und natürlich, dass man auch diesen mobilen Lifestyle auch auslebt, indem man
aufzeichnet. Und damit kommen wir zu dem vierten Punkt. Der vierte Punkt ist die Fotografie, beziehungsweise der Eintritt ins Visual Literacy Zeitalter. Wir befinden uns ja schon eine ganze Weile auf dem Weg dorthin und das wird von Jahr zu Jahr extremer. Das macht sich dann natürlich auch gerade auf so einer Consumer-Messe wie der IFA bemerkbar. Dort sind diese ganzen alten, traditionellen Fotoindustrien sind dort vertreten, entwickeln sich mit, bieten immer mehr Gadgets drumherum an, werden von kleinen Fotoapparaten, von ganz kleinen bis ganz große professionellen Kameras, werden dort vorgestellt, aber halt auch dieses ganze Gadgets drumherum, die halt auch vor allen Dingen das Smartphone als neues Aufnahmegerät unterstützen. Da sind ganz originelle Sachen dabei, also hier kann man diese Smartphone in so eine alte Kameragehäuse einschieben. Das sind aber auch diese ganzen Sticks, die habe ich jetzt nicht hier, vielleicht haben wir ein Foto dabei, wahrscheinlich haben wir ein Foto da. Hier haben wir ein Foto, das zeigt, wie man mit einem Stativ, mit einem flexiblen Stativ in der und sei wirklich phänomenale Aufnahmen produzieren kann, die nahezu für mich irgendwie semi-professionelle Züge haben. Das Ganze geht natürlich dann ein in diese ganze 360-Grad-Perspektive und diesen großen Themenkomplex Virtual Reality. Ich glaube weiterhin, dass das noch nicht State of the Art ist. Was man auf der IFA sieht, sind weiterhin 3D Virtual Reality Umgebungen für Spielumgebungen und die werden auch gerne genutzt von den Jugendlichen. Aber in der realen Welt wird es noch eine ganze Weile dauern, weil auch diese Brillen wirklich nicht unbedingt jetzt so attraktiv sind, würde ich jetzt mal sagen. Gleichwohl befinden wir uns auf dem Weg dahin, aber das wird noch einige Jahre dauern, meine ich. Aber auch in diesem ganzen Kontext kann man auch diese ganze Entwicklung bei den Drohnen sehen, wo wir dann Kameras anhängen können. Also insofern, das Bildmaterial wird massiver werden, es wird consumerfreundlicher werden und damit ist also auch Tür und Tor oft geöffnet, dass jedes Unternehmen, jede Person vielleicht vermutlich eine Medienperson sein wird, sein muss, um sichtbar zu werden in der Welt. Und die Voraussetzungen sind da und es ist auch keine Rocket Science mehr. Kommen wir zum fünften Punkt. Nennen wir es Bildung 4.0. Da findet man ein paar wenige Ansätze dort, aber man trifft ein paar. Bildung 4.0 trifft Industrie 4.0. Das ist eine Initiative von den berufsbildenden Schulen in Wolfsburg, die hat sich dort vorgestellt. Die bieten unter anderem auch eine Mitarbeiterqualifizierung über Moodle an. Okay, wir haben ja noch ein bisschen anderes Verständnis von Bildung 4.0, aber trotzdem gut, finde ich gut, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass da mitgearbeitet wird und dass da Anlaufstellen existieren, wo auch junge Menschen sich drauf einlassen können. Dann sehr interessante Projekt ist dieses Mission Accepted. Das ist eine analoge Umgebung. Eine analoge Umgebung, in die sich Teams hineinbegeben können, zwecks Teambuilding, für eine Stunde und dort eine Mission erledigen, gemeinsam, also Kollaboration quasi leben und in dem Sinne wie so einen kleinen Tatort selber durchspielen und sie bekommen eine Aufgabe. Interessantes Projekt, fand ich. Haben wohl auch schon erst Erfolge und finde ich schon ganz interessant. Vor allem auch nicht digital, das ist interessant. Es gibt kein einziges digitales Gadget in dem Raum und kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Das dritte, was ich euch in dem Kontext zeigen wollte, ist, was auch natürlich jetzt in letzter Zeit immer stärker kommt, in verschiedenen Kontexten sind diese ganzen Smart Apparel Technologies, also wie Technologie in die Kleidung übergeht. Es gibt da auch einen Wettbewerb der Telekom. Und da sind ganz interessante Beispiele in der Zwischenzeit, wie man Kleidung zu unterschiedlichen Zwecken, ob zum Fahrradfahren, zum Musikmachen, zum Training, wie man das nutzen kann und wie da Kleidung einen unterstützen kann.
Das ist eine interessante Entwicklung, die kommt meines Erachtens, die ist mir auch schon bei anderen Events jetzt mehrfach begegnet. Das ist ein sehr interessanter Bereich und schließlich wollte ich euch berichten von dem Presseforum, da war ich zufällig gelandet, von ARD und ZDF. Dort macht man sich auch Gedanken über die Produktion 4.0 und wie das aussehen soll. Wir haben das ja jetzt schon mitbekommen, dass zu der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, die wird nur noch zentral aus Baden-Baden aus kommentiert und es fahren nur noch ganz schmale Rucksackjournalisten nach Russland, um da ein paar Eindrücke einzufangen. Dort hat auch der Südwestrundfunk eine App demonstriert, die fand ich auch ganz interessant, wie sie ihre Mobile Reporter schulen anhand eines standardisierten Prozesses und wie sie das ermöglichen, sehr schnell semi-professionelle Ausschnitte zu produzieren von Events, die man dann einspielen kann in die Nachrichten. Also da bewegt sich was, auch gleichwohl ist man natürlich weiterhin, versucht man zu rechtfertigen, dass es diesen Wahnsinnsaufwand geben muss, dass so viele verschiedene Intendanzen existieren, die sozusagen ein regionales Kolorit da mit reinbringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das erforderlich ist in der Form, wie es im Moment strukturiert ist. Und sie hatten auch einen sehr guten Professoren, den Namen werde ich hier gleich einblenden, der ihnen auch demonstrierte und auch sagte, dass sie sich stärker und agiler bewegen müssen und vor allen Dingen ihre Bürokratie abbauen müssen, weil sie ansonsten nicht überhaupt nicht am Markt flexibel agieren können. Das war man nicht so erfreut zu hören, aber man hat es geschluckt. Und ja, insofern, alles in allem, die IFA war ein Besuch wert, wirklich. Und ich habe viele Eindrücke mitgenommen. Ich hoffe, ich habe hier jetzt irgendwie euch was vermitteln können. Bis dahin, bye bye. Ciao.